Hallo, liebe Webgefahrennutzer. Wir haben heute eine ganz besondere iPhone-Hülle fürs iPhone 5. Und zwar stammt die von Luca, das ist eine deutsche Firma. Und die fertigt die Hüllen im Hunsrück, also in Deutschland, mit echtem, bestem Rindsleder. Und das Ganze ist aufgebaut wie ein Portemonnaie. Wir sehen das hier. Da hat man drei Fächer, zu denen kommen wir gleich nochmal. Erstmal das Wichtigste, das iPhone. Das schiebt man hier so rein. Dann gibt es, wenn man das Ganze zuklappt, sieht man hier unten einmal eine Kopfhörerbuchse, die ist so ein bisschen schräg angesetzt, aber es passt eigentlich, wenn man es richtig reinschiebt. Und noch was für den Lautsprecher. Oben gibt es nichts, aber da ist ja eh nur der On-Off-Schalter, den findet man auch so. Wobei der hier eh nichts bringt, weil man halt das Display nicht sieht. Das ist schon so ein erster kleiner Kritikpunkt, dass man halt immer das iPhone erst herausholen muss. Was ganz praktisch ist, sind halt die Einschübe, die wir hier haben. Da können wir zum Beispiel unseren IKEA-Kartenverschnitt hier reinschieben. 1, 2, 3 auf jeder Seite. Das geht ein bisschen schwer. So. Und dann haben wir hier auch noch drei Fächer. Wir können das da problemlos reinschieben. Zusätzlich gibt es hier oben noch ein Geldfach. Der ist nicht im Lieferumfang enthalten. Da passt aber alles rein bis 50 Euro und drüber, also 100, 200, 500, müsste man knicken, aber da ist auch auf jeden Fall genug Platz. Dann hat man auf der Rückseite hier noch so eine Tasche, was auch immer man da reintun will, ich weiß es nicht. Kommen wir aber jetzt nochmal zum iPhone-Fach. Das ist nämlich ein bisschen knifflig, also man kann es rausziehen und dann bedienen. Man hat hier Mikrofaser, dass halt das iPhone schön geschützt ist, aber der absolute Clou und für mich irgendwie ein No-Go ist, wenn ich jetzt Musik höre und nehme mal hier meine Kopfhörer und stöpsel die an, so, wenn ich jetzt eine SMS kriege, habe ich wirklich schlechte Karten, denn ich kann das iPhone nicht rausholen. Ja, das hängt ja dann so halb drinnen, das heißt, ich muss erst den Kopfhörer abstöpseln und kann dann das iPhone rausholen. Finde ich persönlich jetzt nicht so den Kanal. Dazu kommt, dass die Hülle, die wirklich an sich sehr gut verarbeitet ist, also die Nähte, das Material fühlt sich sehr sanft an, sehr weich, also es ist wirklich schönes, schönes Leder. Aber das Ding kostet 89 Euro und wie gesagt, die 50 Euro sind nicht im Lieferumfang enthalten. Von daher würde ich sagen, wer wirklich aus sowas ja, schon ein bisschen hochwertiges, edles steht, was jetzt vielleicht nicht ganz so praktisch ist, aber dafür halt sehr schick aussieht, sehr schlicht. Und wer mit diesem Kopfhöreranschlussproblem leben kann, für den ist es was, für alle anderen müssen wir leider sagen, ist es nicht so geeignet.